Nach dem Raketeneinschlag in Polen haben die USA und westliche Verbündete im UN-Sicherheitsrat scharfe Kritik an Russland geäußert. Auch wenn es noch offene Fragen gäbe, sei der Vorfall letztlich eine Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine, sagte die US-Botschafterin Thomas Greenfield. Die UN-Untergeneralsekretärin Di Carlo mahnte, jede weitere Eskalation müsse vermieden werden. Im polnischen Grenzgebiet waren am Dienstag 2 Menschen bei einem Raketeneinschlag gestorben. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Rakete ein Irrläufer der ukrainischen Flugabwehr war. Und darüber spreche ich jetzt mit Tobias Dammers in Kiew. Warum bleibt denn der ukrainische Präsident Selenskyj aber dabei, die Rakete sei von Russland abgefeuert worden? Weil er den Berichten seiner ukrainischen Luftwaffe vertraut, das sagte er zumindest gestern Abend. Und er sei mit diesen Militärs durch den Krieg gegangen und er hätte keinen Grund, an diesen Aussagen zu zweifeln. Er wurde dann gestern Abend noch konkreter und sagte, dass 25 Raketen vorgestern auf den Westen der Ukraine abgefeuert worden sind. Und eine davon würde zeitlich zusammenpassen mit dem Vorfall, der dann in Polen stattgefunden hat. Außerdem, so Selenskyj, seien der Ukraine bisher keine Belege vorgelegt werden. Er forderte einen Zugang zu den Ermittlungen, dass die Ukraine beteiligt werden würde. Und er stellte auch in Aussicht, dass sollten diese Belege beweisen, dass tatsächlich eine ukrainische Luftabwehrrakete verantwortlich sei für den Tod der beiden Menschen in Polen, dann würde sich die Ukraine auch entschuldigen. Heute Morgen hat Präsident Biden der Darstellung von Selenskyj widersprochen. Er sagte, dies widerspreche den Hinweisen, die vorliegen. Also die USA gehen weiterhin davon aus, dass es keine russische Rakete gewesen ist, kein zielgerichteter Angriff auf Polen. In der Ukraine selbst hat es ja im ganzen Land wieder Luftalarm gegeben. Wie ist die Lage aktuell bei Ihnen? Es scheint offenbar Einschläge gegeben zu haben in verschiedenen Städten. Aus Odessa im Süden der Ukraine beispielsweise wird ein Einschlag gemeldet und auch aus Dnipro. Es befindet sich im östlichen Teil der Ukraine. Laut Medienberichten sind dort 5 Menschen verletzt worden. Es gibt auch Stromausfälle. Hier in Kiew wurden 2 Raketen von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen und es befinden sich offenbar auch Drohnen über der Stadt oder zumindest über dem erweiterten Stadtgebiet. 2 sollen abgeschossen worden sein. Und die Stromausfälle beschäftigen das Land weiterhin. Selenskyj sagte, dass vorgestern 10 Millionen Menschen ohne Strom gewesen sind. Danach seien die Reparaturmaßnahmen angelaufen. Aber vollständig hergestellt ist die Stromversorgung noch nicht in allen Landesteilen. Durch die Angriffe heute ist das Problem natürlich noch akuter geworden. Und vielleicht sieht man es hier auch im Hintergrund. Es ist kalt geworden, es hat angefangen zu schneien. Und wenn dann der Zugang zu Heizungen, zu warmem Wasser, zu Telekommunikation fehlt, dann wird es sehr, sehr schwer für die Menschen, das auszuhalten. Außerdem erreichen uns heute ja Meldungen aus Cherson. Nach dem Rückzug der russischen Besatzer aus der Stadt sollen dort Folterkammern entdeckt worden sein. Sind diese Meldungen schon bestätigt? Diese Meldungen gehen auf den ukrainischen Innenminister zurück. Und er sagte, dass bisher, es sind noch die Anfänge der Ermittlungen, dass 11 Haftzellen entdeckt worden seien und 4 davon, mindestens 4, in denen möglicherweise auch gefoltert worden ist. Insgesamt sollen inzwischen 63 Menschen, also Leichen gefunden worden sein, die Folterspuren aufweisen. Diese Berichte würden sich mit dem decken, was auch in anderen Regionen und Gebieten aufgefunden worden ist, die von russischen Truppen besetzt worden sind. Beispielsweise in der Region Kiew, hier aber auch in der Region Kharkiv bei Izium. Dort sind auch Leichen mit Folterspuren gefunden worden, Folterkammern gefunden worden. Es ist also durchaus vorstellbar, dass das auch in der Region Cherson der Fall gewesen ist, wo die russischen Besatzer eben sehr lange, mehr als 8 Monate präsent gewesen sind. Eine positive Nachricht, wenn man das so formulieren kann, gibt es heute immerhin. Das russisch-ukrainische Getreideabkommen wird verlängert, aber nicht unbefristet. Was ist da genau vorgesehen? Ja, es sollen 120 Tage sein. Die Verlängerung dieses Abkommens, das eigentlich am Freitag ausgelaufen wäre, hat heute Morgen der ukrainische Infrastrukturminister zuerst über Twitter verkündet. Und das ist inzwischen von dem UN-Generalsekretär auch bestätigt worden. Es gab Verhandlungen und in Istanbul ist es jetzt zu einer Einigung für die Verlängerung gekommen. Kern dieses Abkommens ist es, dass ukrainische Lebensmittel, insbesondere Weizen und Dünger, über das Schwarze Meer sicher exportiert werden können.
Was Russland bisher immer kritisiert hat, ist, dass die eigenen Exporte, also die russischen Exporte von Dünger und von Lebensmitteln schwer sind, und zwar durch die westlichen Sanktionen. Und der UN-Generalsekretär sagte heute auch, dass die UN daran arbeite und bestrebt sei, Hindernisse abzubauen, um eben auch die russischen Produkte exportieren zu können. Tobias Damas, danke für diese Information und Einschätzung nach Kiew.